Alles klar, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. Schluss wirklich mehr. In der letzten Folge haben wir die See durchreist und sind nun in Animal City angekommen, wo wir zur Apotheke gehen werden. Und zwar hier. Lu. Meine Zähne von mir, der Pokémon wechselt sich nicht gerade schwer verletzt oder krank auf mich. Wo drückt denn der Schuh? Shit! Ach so, na, dann jetzt hier unser Pokémon vom Leuchtturm. Na klar, diese Medizin sollte genau das gewisse sein. Hier, nimm. Hat nicht erst mir gesagt, wir sollten dafür zahlen. Also, wir sollen ja das Medikament kaufen. Und naja, wir bekommen es geschenkt. Naja. So, dann war, glaube ich, das Haus hier auch interessant, oder? Was das hier? Ja. Ich bin mit den Nerven am Ende. Irgendein so fürchterlicher Junge in deinem Alter mit einem finsteren Blick und langen Haaren hat mir einfach meinen preisgekrönten Pokémon weggenommen. Eins habe ich zwar noch übrig, aber ich habe Angst, dass er mir wieder zuschlägt. Wir sind stark aus. Bitte passen eine Weile mit dem Pokémon auf. Okay. Denn dem ist kein Platz mehr. Shit! Ja, wir bekommen hier einen Pottrott namens, wie hieß es nochmal? Egal. Ja, aber Pottrott darf ich nicht benutzen, weil es hat Gestein-Käfer-Typ ist und deswegen, naja. Diese Höhle ist noch ziemlich nutzlos für uns, weil hier ist denn diese Wahre-Zone und da kommen wir auch nicht vorbei. Ja, weil dieses Brights hier von denen ist den Diamanten-Perl geklaut. Naja, geklaut. Das sind jetzt von derselben Machen gemacht. So. Was ist mich hier oben erwarten wird, deswegen berüste ich mich schon mal mit Kuriat. Aber ich kann eigentlich auch Kucker nehmen, egal. Hallo! Erstmal das Haus abchecken. Oh, ein Besuch! Leute wie dich sieht man hier sehr selten. Als ich noch jung war, habe ich auf einmal Reisen als Pokémon-Trainer auch nicht unversucht verlassen. Ich habe versucht, Türme zu erklimmen und die Tiefen des Meeres zu ergründen. Aber inzwischen bin ich schon damit zufrieden, an diesem Strand in Wellen und Meeresbrise zu lauschen und ein gemütliches Leben zu führen. Danke für diese wundervolle Geschichte, alte Dame, die ich nicht wissen wollte. So. Was sagst du eigentlich zum Anblick von Suicune? Okay. Das Suicune ist ja so, what the fuck ist das für ein Typ? Es geht einmal aus, Gibi. Ja, das denke ich aber, Suicune. Hallo, Suicune. Was geht ab? Ich bin beleidigt, hau ab, Mann. Trottel. No. Usine oder Usine. Elemie. Sag mal, war das eben nicht Suicune? Ich konnte das nicht richtig erkennen, aber für den auch eine Sekunde meinte ich wirklich gesehen zu haben, wie da Suicune über das Meer gebrettert ist. Suicune ist so schön und so stolz. Außerdem läuft es mit Zigaretten bereit, mir gefällt gerade Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokémon. Ich würde es nur zu gerne mal als nächste Serie sehen. Los, lass uns kämpfen. Wenn ich dich besiege, erkenne ich mich Suicune vielleicht als würdigen Trainer an. Kämpf schon, Michael. Nenn mich nicht Michael. Michael. Ich schlag dir die Eier. Traumat. Ich dachte mit einem anderen Pokémon an, aber okay. Was ist Traumat, eine nervige Attacke kann, und zwar Hypnose. Deswegen will ich sie schnell besiegt haben. Los, Volltreffer ist. Oh, Kuriat, du bist perfekt. Yes, Kuriat. Wupp, wupp. Hype, hype. Kuriat, best Pokémon. Worldwide. Elektroball, ja, das ist ein böses Pokémon. Aber ich glaube sogar, das Ding kann Finale. Deswegen, ich bin da ganz froh, dass wir Dani haben. Da bin ich echt froh darüber, dass wir Dani haben. Level 27, heilige. Oh, Flinklaue, perfekt. Komm, 10er, 7, na, reicht nicht aus. Der Levelunterschied ist einfach zu hoch. Kreideschrei. Nicht out! Aber meine Ohren. Drrr. So, Dani, nicht nachlassen. Ultraschall. Oh, shit. Komm schon, Dani, nicht nachlassen. Nein, Dani, wieso? Das Problem ist jetzt, das Ding kann Finale. Es hat meine Verteidigung um 2 Stufen gesenkt und die Finale wird mich dann vernichten. Aber wenn es wieder Ultraschall macht, also, ich weiß nicht. Wenn ich mich jetzt heile und Ultraschall kommt, dann bin ich genau im gleichen Szenario. Deswegen muss ich einfach darauf vertrauen, dass die KI sagt Ultraschall. Danke. Danach gibt es noch einen Trank oder der ist auch nicht nötig, weil Internet 8 das Elektroball klärt. Ist doch von Anfang an nach, ne, gemacht, Ernie. Ach man. Ach, Dani. Oh, was entwickelt sich jetzt gleich zu einem Georock? Sehr schön. Felswurf. Nein, danke.
Ich möchte keine Attacken haben, bei der ich nicht sicher bin, ob sie mehr Schaden machen als Steinwurf. Sorry. Alpollo, ja, ich muss auch wieder mal Quinn trainieren. Ja. Ich meine, es ist mein Starter, mein schwächstes Pokémon zugleich. Das ist traurig. Das ist armer Quinn. Er hat sowas nicht verdient. Wow, ist Apollo ein Level über ihm. Und schneller und Horror blickt mich. Ugh. Lass das. Los, Flammenrade ist zu Tode. Wonkt. Au, das macht der komische Schaden. Schleck, ach Gott. Ich dachte mal, vor allem, wenn ein Alpollo jemanden abschlägt, dann steht es ihm seine Seele. Das ist irgendwie, naja, nicht nett. Ja, kannst du nur Schlecker oder was? Schlecker ist geschlossen worden in Deutschland. Lass das. Das ist sogar ich als Schweizer. Schlecker, ja. Ach Mann. Alpollo, lass das. Hier, kriegst ein Flammenrad ab. Zum Glück kann das gegen keinen Schwuppball. Das wäre das ziemlich übel geworden. Vor allem, wenn ich nicht flüchten kann. Nicht also auswechseln können. Und nein, kann der Unbekannter. Wieso ist er unbekannt? Wir kennen ihn. Naja, er ist aber ein rätselhafter Vogel. Hey, Dani entwickelt sich. Endlich! Dani wird nützlicher. Er bekommt zwei Hände mehr. Wuhu, yay. Auch wenn es sich niemals zu Geowatz entwickeln wird, leider. Ich will auch nur tauschen, aber ich habe hier niemanden, mit dem ich tauschen könnte. Wobei, ich kann sie mal offscreen versuchen, bis ich ihn hinkriege zu tauschen. Ich glaube es aber nicht, ich weiß, egal. Das war unglaublich, Michael. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum Suicune einen Augenblick lang innegehalten hat, um mich zu mustern. Aber deswegen gebe ich meine Suche nach Suicune noch lange nicht auf. Wieso habe ich meine normale Stimme? Wir begegnen uns bestimmt auch mal wieder. Mach's gut. Ich habe volle französische Akzent. Ich bin Professor Platon. What? Nein, bitte nicht. Was ist das hier nicht? Volle Studie von der Monastisier. Denk dran, bla 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 bla. Ganz genau, daran müssen wir denken. Willkommen, wir heilen und dü-dum-dum-dü-dü-dum. So, okay, ich nehme deine Pokis. Wenn du mal mit meiner Output. Dü-dü-dü-dü. Yeah, yeah. So. Ich werde mal, auch wenn es verrückt klingt, ich werde mal die Arena erstmal versuchen, ohne Kuka zu machen, weil, wie gesagt, Kuka schon Level 29, ich glaube Level 29, aber Kuka kommt dann halt immer wieder rein, weil ich mit echt mal Quinn trainieren. So, diese Frau wird noch wichtig, nachdem wir in der Arena besiegt haben, wir reden auch mit mir. Du hast auf dem Weg hier doch bestimmt nichts mehr überquert, oder? Würde eines deiner Pokémon die Attacke fliegen beherrschen, hättest du dir den ganzen Ärger sparen können. Aber dafür hättest du natürlich auch den passenden Ohren gebraucht. Komm wieder, wenn du den Arena der Stadt besiegt hast. Dann bekommst du das von mir. Das ist die Frau des Arena, das ist Hartwigs. Hallo Hartwig! Es ist so intensiv, dass ich dich gar nicht bemerkt. Hallo! Na? Meine Pokémon und ich, mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Dieses Ballwissen, die wird niemand zerreißen können. Okay, Chuck Norris. Mit dem Typ jetzt Chuckers habe ich jetzt Angst. Xaver. Mit Kikli. Heilige Schitte. Schitte vor allem. Hauptsächlich das stärkste von den Viechern ins Gesicht. Okay, da muss Kuka ran. Also jetzt fliegen könnte jetzt seinen Sprungkick irgendwie ausweichen, wenn er macht. Wie gesagt. Das ist Level 27, heilige. Das kann doch ein schwerer Orden werden. Oder auch nicht? Kuka denkt so, ich tue doch immer alles. Wow, Kuka der Killer. Das ist unmöglich! So. Oh, natürlich muss ich den Weg versperren. Endlicher Besitz ist sinnlos. Warte, sinnlos. Lass dir vor zu sprechen. Oh, meine Eier! Hast du davon? Vor allem, ich meine, es steht ja schon da, dass man ihm in die Eier treten könnte. Mach hallo, das denke ich, man kann Quinn erledigen. Ich hoffe mal darauf, dass du es nicht verbrennst, sonst haben wir ein kleines Problem. Der Flammenrad kann nicht verbrennen, ich bin mir nicht sicher. Energiefokus, ja heilige. Kopfnuss, weil ich weiß nicht, wie wir Flammenrad besiegen können. Schreck zurück. Ich hatte gerade echt Angst, dass es ein Volltreffer wird, weil ein Volltreffer hat jetzt ziemlich viel Schaden gemacht. Aua, 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 aua.
400 Erfahrungspunkte. Maschok? Okay. Ich lass mal Quinn drehen, aber ich wechsle wieder aus. Einfach nur, dass Quinn die Erfahrungspunkte bekommt, weil Maschok und Macholo können, glaube ich, sofern ich weiß, nur Kampfattacken. Deswegen wird Koko das auch finishen, besiegen, was auch immer können. Oder ist noch Silberblick? Das wird auch ein Karateschlag wehtun. Oder ein Überwurf. Aber wenn ich Koko vertrauen darf, denn Koko hat mich selten enttäuscht, wird das Flügelschlag ausreichen, du verdammte Fledermaus! Wobei man kann Kicklies verteidigen nicht mit Maschoks verteidigen vergleichen. Das stimmt schon. Ich glaube, Kick hat eine bessere spezielle Verteidigung. Ich glaube sogar spezielle Verteidigung ist höher als der Angriffswert, glaube ich sogar. Mit seinem Ding nicht ganz sicher. So, Quinn bekommt jetzt mal einen Trank in den Rachen geschoben. Supertrank. Ich habe 200 Bonbons. Gut, ich hätte eigentlich eins auf Erklärung benutzen, aber ich mache ich nicht. So, ich rede wirklich mit Behinderten an, weil dann müssen sie da Umwege machen lässt. So. Beim Arena-Leiter darf ich nicht vergessen, dass ich nicht. Nocturne, hallo Nocturne. Dass ich, würde jetzt nochmal sagen, dass ich sofort mit Koko starte. Aus dem simplen Grund, weil die Arena-Leiter oh mein Gott, das macht keinen Schein. Ice Heap, das wird nicht gewechselt. Der macht dennoch Schaden, wahrscheinlich hast du die Fähigkeit Eisenfaust. Wobei gab es die hier schon? Egal. Weil Arena der TM hier ist. Hör auf damit! Die Arena der TM hier ist. Ein Power Punch. Und wenn ich den auswerfe, bekomme ich einen Power Punch frisch aufgeladen ins Gesicht. Und das wird auch bei Koko weh. An der Stelle. Oh oh. Sowas antun. Ich hab Angst vor einem Patronenhieb gerade. Oder Tempohieb oder sonst ein Müll. Heilige Scheiße. Aber ich hab Ruckzuckhieb, Idiot. Oh Gott. Mein armes Herz. Au. Heilige. Schockiert! Das hat mich mehr geschockiert als dich! Glaub mir! Glaub mir! Du Arsch! Du arschiger Arsch! Du richtiger Arsch! So, ich will das jetzt mal nicht hoch bewegen. Wo hab ich denn? Okay, das ist nur ein Übertrank. Oh, mein armes Herz! Mein armes Herz! Nicht mal den Typ brauche ich gar nicht. Ich muss ja einfach hier durchlaufen und dann hier Spain. Ja, willst du dran drehen? Diese Emotion, wie ich dran kurble. Meine Dusche ist weg! Nein, ich stinke wieder! Ja. Wobei, den Training machen wir auch mal aus EP-Zwecksgründen. Bam, bam. Die Wut meiner Fresse wird deine Pokémon das fürchten leer. Das hat der Typ da unten schon gemacht. Lass es bitte. Aber ich denke mal, du hast jetzt Menki und Razaf. Hallo, Menki. Menki! Denk mal, Menki sollte Quinn hinkriegen. Ich hoffe einfach mal drauf, weil. Naja, was kann Menki schon groß tun? Fast sterben kann es schon mal. Kreideschrei, dann wechsle ich mal Quinn aus. Ruckzuck, Hieb in dein Gesicht. Ganz genau dahin. Bim! Menki. Dann wechsle ich mal aus, wie gesagt. Zimt muss auch mal trainieren. Zimt muss trainieren. Zimt. Zimt. Los, Zimt. Denk mal, ein Surfer müsste ausreichen, auch wenn du wahrscheinlich gleich mal eine Attacke ins Gesicht bekommst. Oh, du bist schneller. Hä? Das ist eigentlich echt nicht erwartet. Cool. Menki wurde besiegt. Sehr schön. Und Razaf. Welch Wunder. Ja, das muss Koko was übernehmen, weil ich habe echt Angst vor dem Viech, weil es kann Kreuzi. Oder? Kann das schon kreuzen? Wobei, Level 26 oder Level 23, oder welches Level ist es? 25, nee, ich glaube nicht, dass es kreuzen kann, aber wahrscheinlich eine Kampfattacke, die wehtut. Flügelschlag! One Hit, yes! Sehr schön.
Und ich wurde zerschmettert. Ganz genau. Das waren seine Worte. So. So, erstmal Quinn nach unten nehmen und Kuka nach vorne. Da will ich mal diesen Beutel nachschauen. Ich habe X Angriff und X Abwehr. Hat Kuka volle HP? Ja. Ich denke, ja, ich will eigentlich, ich weiß nicht, ich habe gerade Angst, weil. Ich habe gerade einen Schock bekommen und deswegen weiß ich nicht. So, Quinn. Kuka, bist du bereit? Kuka lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das gefällt mir, Kuka. That's the spirit. Das ist die Frage. Kann Rat hat Power Punch? Egal. Wir wussten uns nicht. Hurrah! Dieser unerbittliche Druck der Wassermassen, die Tropfen für Tropfen und Schall, Schwall für Schwall auf mein Haupt niederregnen. Dieser unbeschreibliche. Ey, Moment mal. Du kannst doch nicht einfach so auf Wasserfluss stoppen, nur ich beim Training stören. Ich will da nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken. 7 Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stelle mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker? Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns jetzt nicht kämpfen. Epic Battle vs. Hardwick! Epische Musik. Horror! Razaf! Ich hoffe eigentlich jetzt darauf, dass der Flügelschlag nicht ausreicht, wird nur mit ungefähr einer Pay überleben lässt. Das finde ich auch noch ganz gut. Okay, mach schon mal keinen Power Punch. Was ist eigentlich dumm wäre gegen das Ding hier? Stopp! Oh Gott! Oh Gott! Das Ding hat Steinhagel! Warum kann es Steinhagel? Alter! Level 27. Okay. Windschnitt. War das physisch speziell? Speziell, oder? War das physisch? Speziell. Hohe Volltrefferquote, aber das ist speziell. Ah, ich bin verdrückt. Verdammt. Jupp. Das ist die Frage. Wie hoch ist das mit 51? Ja, du bist jetzt zweite Verteidigung, du musst im Kampf bleiben. Ich muss jetzt einfach mal schauen, was ist Quappe für. Oh, Level 31, ich dachte Level 31, okay. Ich muss jetzt mal schauen, was Quappe kann. Wenn es auch Steinhagel kann, dann ist es ein ganz großes Problem. Ein Riesenproblem. Ein außerordentliches Problem. Body Slam, okay, das ist auch ein Problem. Nicht paralysieren. Fuck. Okay. Ich denke nicht, dass das den Flügelschlag ausreichen wird, aber. Surfer? Oh oh. Immer speziell. Volltreffer, okay. Citrobeere, na super. Okay. Die Frage, macht das einen Body Slam oder. Ich versuche jetzt mal einen Surfer herbeizubeschwören. Ja, perfekt. So, jetzt mal Koka heilen. Top Trank. Die KP müssen voll sein. Nein! Okay. Alles ist okay. Okay. Oh Gott. Mein Herz. Mein Herz. Ich kann nicht mehr. Okay. Verdammt, Koka. Komm schon. Bitte, Volltreffer, tot, irgendwas, bitte, bitte! Oh, danke! Oh, danke!
Oh, mein armes Herz. Oh, mein armes Herz. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kampf so hart wird. Hartwig, du harter Brocken, du hast nicht gelogen. Alter, mein Herz. Wie konnte so bloß passieren? Du hast gewonnen. Aber na gut, dann hast du den Faustorden verdient. Alter, mein armes Herz. Mein Herz, ey. Ja, fliegen, geil. Und ja, Power Punch. Alter. Alter. Zum Glück hat Zimt so einen hohen KP-Pool gehabt. Alter, ich kann nicht mehr. Puh. Okay. Okay, du gibst mir noch die TM, die Frauen. Du hast noch von der Modalität, du konntest dir die Frauen schenken, geil, danke. Oh, mein armes Herz, ey. Alter. Angelo, was willst du, Kumpel, was willst du? Hallo, ich bin Angelo, alles okay? Cabador, geil, Sohn, er ist wirklich auch aufsässig geworden. Ja, wenn du Cabador besiegst, wird er aufsässig, das ist verständlich. Koka, wie fühlst du dich? Gibt es am besten mit mir. Ja, guck mal, du hast einiges einstecken müssen und Zimt du auch. Zimt, wie fühlst du dich? Meine beiden Stars hier. Ja. Oh, Zimt. Okay. Das war hart. Also ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Im nächsten Part machen wir dann den nächsten Orden. Weil die nächste Arena wartet auf uns. Wobei ich möchte erstmal einen Abstecher nach Dukatia machen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und fürs Kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio.